Sie kommen zu Fuß über die Grenze nach Mazedonien, bepackt mit dem wenigen, was ihnen geblieben ist. Mehr als 2000 Menschen sind es jeden Tag. Der kleine Bahnhof von Gevgelija ist schon früh am Morgen komplett überfüllt. Alle hier wollen schnell weiter nach Norden. Dafür aber brauchen sie Papiere und die sind nicht leicht zu bekommen. Mohammed wartet schon seit einem Tag. Der Englischlehrer ist vor dem Krieg in seinem Heimatland Syrien geflohen, hat eine Fahrt übers Meer überlebt und die Zustände auf der griechischen Insel Kos. Jetzt sitzt er fest. Ohne Papiere können wir nicht weiterreisen, das ist das Problem. Aber hier sind so viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern und die schaffen es nicht, sich in einer Reihe anzustellen. Es ist ein einziges Chaos hier. Der kleine Ort ist mit all den Menschen restlos überfordert. Die einzige Waschgelegenheit liegt direkt an den Gleisen, genau wie die Schlafplätze. Internationale Unterstützung gibt es kaum. Der konservative Bürgermeister Gevgelijas fühlt sich alleingelassen. Unser Problem kommt aus der Europäischen Union. Unser südlicher Nachbar Griechenland ist da Mitglied. Alle Flüchtlinge, die dort ankommen, lassen sie einfach zu uns durch. Sollen jetzt etwa alle Mazedonier bei der Armee oder bei der Polizei arbeiten und die Grenze abriegeln? Einige machen Geschäfte mit den Flüchtlingen, verkaufen Lebensmittel zu Preisen, die es in sich haben. Wer in einen der Züge nach Norden einsteigen darf, das entscheidet die Polizei. Für sie geht es weiter in Richtung Serbien. Über die Grenze müssen die Flüchtlinge dann wieder zu Fuß und heimlich. Denn auf der anderen Seite wartet die serbische Polizei. Erst wenn die das Feld räumt, geht es weiter. Inzwischen gibt es sogar extra Busse, die die Flüchtlinge dann weiter in die Hauptstadt Belgrad bringen. Hier gibt es endlich Hilfe, auf diesem Gelände eines Clubs etwa. Wo sonst Hipster feiern, werden jetzt Flüchtlinge mit gespendeter Kleidung und mit Essen versorgt. Es ist der erste Stopp zum Durchatmen auf der Balkanroute. Viele hier haben Schreckliches erlebt. Meine beiden kleinen Kinder, meine Frau und ich, wir sind fast eine Stunde lang im Meer getrieben. Unser Boot ist einfach untergegangen. Zum Glück hatten wir Rettungswesten. Und dann kam die türkische Küstenwache und hat uns gerettet. Wer kein Geld oder keine Papiere hat, muss aber auch hier in Belgrad draußen schlafen. Viele Parks im Zentrum der Hauptstadt sind komplett überfüllt. Die Erinnerung an den Krieg im eigenen Land ist hier noch frisch. Daher hat fast jeder Mitgefühl für die Flüchtlinge. Schlimmer kann es einen nicht treffen. Ein Mensch fühlt sich so nicht mehr menschlich. Und wir Menschen sind doch alle gleich, egal ob gebildet oder nicht, egal woher wir kommen. Trotzdem ist Belgrad für die Flüchtlinge nur ein Zwischenstopp. Sie wollen weiter in die Europäische Union. Der Weg dorthin aber wird jeden Tag schwieriger. Denn an der Grenze baut Ungarns Militär gerade einen Zaun, 3 Meter hoch und mit Stacheldraht gesichert. Eine Strategie, die bislang nicht aufgeht. Noch ist der Zaun hier kein großes Hindernis auf dem Weg nach Europa. Im Gegenteil, seit er gebaut wird, hat sich die Zahl der illegalen Grenzübertritte sogar noch verstärkt. Doch die ungarischen Soldaten hier hinter mir sind gerade dabei, ihn zu verstärken. Dass das die Flüchtlinge in Zukunft abhalten wird, das glauben sie selbst nicht. Sie sagen, sie hoffen es. Ungarn will die Grenze dicht machen. Der Weg nach Norden wäre dann verschlossen. Das Problem aber nicht gelöst. Um die Flüchtlinge, die jeden Tag hier ankommen, müsste sich dann Serbien kümmern.